Mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,8% kennt jeder oder jede, die dieses Video gerade sieht, den Hit-Podcast Baywatch Berlin. Der Weg zum Waschbecken, vollgeschissen. Was? Und noch Teile davon auf dem Waschbecken. Ich habe das immer gesagt, Arne ist eine alte Sau. Ja, aber wie geht's denn jetzt weiter? Jakob und Klaas lieben ihren Schmitti so sehr, dass sie in der Kölner Kultkneipe zum Knobelbecher ein tolles Porträt von ihm aufgestellt haben. Da steht er wirklich und sieht total toll aus. Und Dennis, es gibt auch viele ganz viele andere tolle Kölschkneipen. Ja. Wie zum Beispiel zum platzenden Hirschen oder zum sitzenden Schweinchen. Um nur zwei zu nennen. Zum platzenden Arsch oder so. Genau. Da bin ich ja Geschäftsführer. Hallo, ich bin Uschi aus dem Knobelbecher und ich habe meinen Schmitti vom ersten Tag an geliebt. Schmitti hat den Knobelbecher... Entschuldigung. Alles gut. Schmitti hat den Knobelbecher zu dem gemacht, was er heute ist. Ein Leben ohne Schmitti für mich unvorstellbar. Man kann sagen, der Knobelbecher wurde dank Schmittis Porträt zur wahren Pilgerstätte. Menschen aus der ganzen Welt, aus dem ganzen Universum sind in die Kneipe gekommen, um das Bild zu bestaunen. Doch dann geschah das Unfassbare. Der Schmitti wurde gestohlen! Verdammt! Ganz Deutschland hat sich gefragt, wo ist Schmitti? Wir haben ein Problem und wir brauchen aktive Unterstützung. Wie soll man sagen, eine kriminelle Handlung ist passiert. Der Thomas, der bislang hinterm Tresen stand, ist seit letztem Samstag unauffindbar. Ein Cold Case, der gerade ganz Deutschland in Atem hält. Es ist ein Fall, der ist an Dreistigkeit und Kälte fast nicht zu überbieten. Es gibt weder Hinweise, noch gibt es Videoaufnahmen oder Zeugen, die belegen können, was genau passiert ist. Lieber Täter oder Täterin, bitte seid so lieb und bringt uns unseren Schmitti wieder. Unseren Schmitti wieder. Er wird sehr, sehr vermisst. Dass Thomas Schmidt, beziehungsweise das Bild von Thomas Schmidt geklaut wurde, das hat mich erschüttert zurückgelassen, weil erstens ist mein Namensvetter, zweitens war er mal mein Chef, drittens gehört er einfach mittlerweile zu Köln wie, keine Ahnung, also es kommt der Dom, Henning Krautmacher und dann kommt auch schon Schmiddi und dann kommen erst viele andere Dinge wie Kölsch, Hennes, Tom Gerhardt. Schmiddi war unser Schutzpatron und seitdem er weg ist, ist mir alles shit egal. Es war so eine ruhige Stimmung, es war auch so, man stand am Rudolfplatz an der Bahn und konnte wirklich Gespräche lauschen von Menschen, die gesagt haben, wo warst du, als Schmiddi weg war. Wer macht sowas? Einfach so ein Bild mitzunehmen, unverschämt. Sag mal, ist das jetzt die Stelle, an der wir sagen, dass wir das Bild haben? Das ist jetzt die Stelle, genau. Wichtig an der Stelle, wir haben den Schmitti nicht geklaut. Nein, der Dieb hat Benny kurz nach der Tat kontaktiert und ihm der quasi im Diebstahl gestanden. Wir haben den Dieb weder motiviert noch zu dieser Tat angestachelt. Ja gut. Ganz so stimmt das dann auch nicht. Hast du irgendwas weggelassen oder mir nicht erzählt? Benny hat mich zum Dieb schon motiviert und auch sehr stark angestachelt. Der Dieb, ich würde ihn mal Kalle Klaumann nennen, hat mir am besagten Tatabend bei Instagram geschrieben. Da könnt ihr auch gerne mal reinfolgen. Ich war mit meinen Jungs abends in den Knobelbecher und wir hatten auch schon einige Kölsch in der Birne. Als ich dann den Schmitti hinter der Theke sah, fotografierte ich das Bild und schickte es an Benny mit den lieben Worten. Mein Gastgeschenk für Erkennst du den Song? Weil ja allseits bekannt ist in ganz Deutschland und Westeuropa, dass man, um hier Teil unserer tollen Show zu werden, ein kreatives Gastgeschenk mitbringen muss. Deshalb gibt's das Worldwide Intima Guest. Ich hab euch illustriert. Oh Gott. Als Möwen. Weil ich ja Schiedsrichter bin, die rote Karte und die gelbe Karte. Habe ich euch was geschweißt, und zwar eine goldene Ananas. Ja. Du hättest aber an der Stelle sagen können, das Bild gehört der Uschi aus dem Knobelbecher. Das ist nicht dein Eigentum. Lass es an der Stelle stehen. Das hättest du ja machen können. Hätte, hätte, Fahrtkette. Das ist jetzt halt so nicht gewesen. Hast du nicht? Nee, hab ich vergessen. Ich hatte nie vorgehabt, den Schmitti zu klauen. Und ich hatte auch nie mit einer Antwort von Benny gerechnet. Doch dann schrieb er mir in Großbuchstaben, stark. Und es folgte die Frage. Habt ihr das Bild? Sogar mit Doppelfragezeichen. Besonders die Doppelfragezeichen und Bennys Nachricht haben mich so unter Druck gesetzt, dass ich handeln musste. Der Abend war sehr fröhlich. FC hat gespielt. Wir waren guter Laune. Dann kamen ein paar Jungs, die haben mich dann zu einem Getränk eingeladen.
Das wollte ich mir dann machen. Als meine Kumpels Uschi kurz ablenken, nutzte ich die Chance und ergreifte mir das Bild und versteckte es unter meinem Shirt. Als ich merkte, dass Schmidti weg war, habe ich vor Wut geheult und mir einen Schnaps genehmigt. Ja, so war es. Kalle Klaumann schrieb mir, ich habe es auf jeden Fall und schenke es euch. Habe ich noch hinterhergeschickt. Ich glaube, allein dieser Ausdruck zeigt, wie leicht beeinflussbar ich in diesem Moment war. Aber du hättest ja jetzt spätestens schreiben können. Das gehört der Uschi, lass das Bild da, lass es an Ort und Stelle. Hätte ich machen können. Stattdessen habe ich, ey, stark, geantwortet. Bennys motivierende Worte waren wie Schulterklopfer für mein betrunkenes Ich. Mit jedem seiner Worte verblassten meine Zweifel immer mehr. Okay, ich versuche jetzt mal deine Sicht zu sehen. Ich fungiere jetzt mal als Anwalt für dich. Du hast ja eigentlich immer nur hauptsächlich ey stark oder stark geantwortet. Du bist Wildcarder und bringst Schmittis Bild mit. Oh nö. Und meine Verabschiedung war, ich zähle auf dich. Mann! Es startete alles als Spaß und hat sich dann einfach verselbstständigt. Wenn Benny mir nicht geantwortet hätte, hätte ich das Bild auch niemals mitgenommen. Weißt du, ich verstehe das nicht. Du weißt doch, wie es sich anfühlt, eine menschliche Marionette zu sein. Hast noch Narben am Arm, du hast gelitten wie ein Hund. Und du hast Kalle Klaumann zu deiner persönlichen, menschlichen Marionette gemacht. Er hat Befehle von dir, vom Internet-Kultstar, Comedy-Preisträger 2020, Comedy-Krone 22, ausgeführt. Bereits auf der Heimfahrt in mein Dorf hatte ich ein schlechtes Gewissen, auch weil Schmittis Rahmen kaputt gegangen ist. Doch ich habe ihn schnellstmöglich ärztlich versorgt und neu gerahmt. Bitte, bitte bringt ihn wieder. Wir vermissen ihn alle und ich gucke immer in ein leeres Loch. Lieber Uschi, wir haben dein Bild und wir bringen es dir jetzt zurück. So, komm. Jetzt sind wir hier am Knobelbecher und werden die Uschi überraschen mit dem Schmitti. Das ganze Team ist da, alle mal klatschen oder sich bewegen. Ja, yo, genau, yo, super. Wer klatscht, kann nicht arbeiten, der hat nämlich die Hände voll, okay. Blöd. Wir gehen rein, überraschen die Uschi und sind echt gespannt, wie sie reagiert. Wir machen Träume wahr, Wünsche wahr. Das ist Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags und wir sind extrem gespannt. Los! Also gleich. Echte Freunde, stand zusammen, so. Ja, wir sind Köln. Hallo, Südstadt. Keine Scheu, einfach filmen. Genau. Da ist die wahre Uschi. 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 Erzähl mal ganz kurz, was vermisst du hier? Ja, Tommy Schmidt. Und die Leute glauben mir nicht, dass der gestohlen worden ist. Ach, denken die, du machst Promo oder was? Nein. Der war ja schon mal weg, aber nur für ein paar Tage, weil er mir aus der Hand gefallen ist und da musste ich ja einen neuen Rahmen besorgen. Ja, also habe ich ihn mit nach Hause genommen. Ja. Und dann war er nach 2 oder 3 Tagen, hat ihn ja wieder hier stehen. Ne? Das war ja dann nicht das Schlimmste. Mhm. Aber diesmal glaubt mir das keiner. Die meinen alle, der wäre mir wieder hingefallen und ich hätte den zu Hause. Und das stimmt ja diesmal nicht. Ich war stinksauer. Ja, das glaube ich. Wie war der Moment, als du gesehen hast, er ist weg? Ja, da habe ich erst mal 2-mal in das Loch da geguckt. Ja, weil es leer war, ne? Und es sieht auch so leer aus, da ist ja die Stelle, ne? Ja, ist ja, also, aufgefallen. Ja, hier stehen sonst noch Grenzen, ne? Hier stand ich und direkt daneben er. Es gab ja eine bundesweite Anteilnahme, alle haben dir geschrieben. Was bleibt dir in Erinnerung? Ja, eben hat mir auch noch einer geschrieben von Joko und Klaas, der so irgendein fieser Möb, der da immer zwischenhängt bei Die Reise um die Welt oder wie das nochmal heißt. Ja. Duell um die Welt, genau. Ja, der will mir ein Ersatzfoto schicken. Ah. Ja, da habe ich nichts von. Nee, der Ersatz ist ja, genau, das zählt nur das Original. Ja. Erstmal natürlich gibt es für dich ein Geschenk von uns, zwar unseren Schal. Wir sind nämlich eine Internet-Kultshow. Der ist schon mal für dich. Oh, danke schön. Das heißt, schon mal ein bisschen Ersatz. Ja, dann kommst du neben dem FC. So, Dennis, erklär doch mal ganz kurz. Uns hat Stunden nach dem Klau eine Nachricht erreicht von der besagten Person, wir nennen ihn Kalle Klaumann. Und er hat uns geschrieben und gesagt, Mensch, er hat sich den Tommy einverleibt, natürlich im Sinne des Durstes, er war ziemlich betrunken, ziemlich viel gutes Kölsch wurde hier gezapft. Und deswegen hat sie ihn mitgenommen und hat uns geschrieben, Mensch, ich möchte ihn euch übergeben, sodass wir ihn quasi dir wieder übergeben können. Und ich habe so ein bisschen erst im Nachhinein mitbekommen, dass er Benny quasi ein bisschen motiviert hat. Ich habe ihn so ein bisschen, ich würde nicht sagen, ich habe ihn zum Diebstahl angestachelt, aber ich habe ihn zum Diebstahl angestachelt. Das heißt, Bitte? Er hat quasi ironisch gesagt. Ja, es war von mir alles satirisch gemeint, das hat er falsch aufgefasst. Okay. Und deswegen sind wir stolz,
Timon, wo bist du? Dir etwas überreichen zu dürfen. Wunder dich nicht über den Rahmen, denn der ist schon wieder zu Bruch gegangen. Aber nein. Hier ist er. Aber erstmal gucken, ob das das Richtige ist. Ja, genau. Hier ist der Tommy. Ja, das ist er. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Ja, das ist er. Und nie bin ich weg. Hab mich nur versteckt. Ist er das? Das ist er, ja, das ist er. Hier waren Herzchen. Ja. Und wie das Bild gefallen ist? Abgerissen. Ja. Ich krieg das nicht mehr festgeklebt, da hab ihn halt so dahin gestellt. Ja. Aber Uschi, stell ihn doch schon mal an seinen Platz wieder. Nein. Wieder. Nee? Nein. Ich mach das jetzt anders. Neben den Whisky. Neben das Lieblingsgetränk vom Schmitty, genau. Oh. Ja, ein Traum, ist ja. So. Das sieht super aus, Uschi, das ist toll. Du hast auf jeden Fall ein gutes Händchen für Dekoration. Und damit wir das doch mal ein bisschen... Wir sind ja weiter verschönern können, haben wir noch ein weiteres Bild. Wir sind ja quasi die Retter und haben das wieder zurückgebracht. Wir hätten auch sagen können, wir verkaufen das oder so. Ja. Wir haben es ja an uns genommen, um es dir zurückzubringen. Ja. Und deswegen, damit du uns auch nicht vergisst, haben wir ein Bild von uns in unserer der Blüte unseres Aussehens. In unser Prime. Ein schönes Babyfoto von Benny und mir. Und das kannst du natürlich auch, wenn du willst. Oh, danke schön. Da kriegen die Menschen ja doppelten Durst. Die muss man sich nämlich erstmal schön trinken. Ja, genau. Natürlich nicht mehr. Nein. Also, war aber als Baby ist gut dabei, ne? Ja, das ist natürlich. Klar, für die harten Tage ist schon damals alles angefressen. Und ganz wichtig, Uschi, du hast ja auch in den zahlreichen Interviews gesagt, dass der Dieb kein Hausverbot bekommt. Das ist das weiterhin so? Ja, da er mir das ja nicht selber gegeben hat, weiß ich noch nicht immer, wie er aussieht. Genau, genau. Ja, gut. Kalle Klaumann, du darfst auch wieder in den Knobelbecher kommen. Nein, alles gut. Ich weiß ja nicht, wie er aussah, ne? Er hat sich uns auch nur mit Maske gezeigt, wir wissen ja nicht, wie er aussieht. Ja. Aber vielleicht irgendwann kommt die große Auflösung und er zeigt sich. Apropos große Auflösung, Finderlohn ist ein großes Thema. Du hast ja dem Finder oder den Findern ja auch einen kleinen Bierkranz versprochen. Das ist den richtig. Den würde ich jetzt gern haben, weil ist wieder die Zeit. So, und wer hat denn da noch keins? Ich habe doch 8 gezählt. Luki, genau. Ja, wenn die Bilder mal schauen. Ja, so stimmt es. So, auf Schmitty! Auf Schmitty! Meine Message an alle Knobelbecher-Gäste: Bewundert den Schmitty und sein Dasein, doch macht nicht denselben Fehler wie ich. Lasst die Finger vom Schmitty. Liebe Freunde, wir haben Schmitty wieder zurück nach Hause gebracht. Nochmal Riesenapplaus für Uschi hier. Wir befinden uns in der tollen Endcard. Oben gibt es ein Video von Follow Me Reports. Und unten gibt es ein ganz, ganz tolles Video von unserem Kanal, was ich mir, ja, da habe ich mir wirklich die Seele aus dem Leib geschnibbelt. Klickt unten mal drauf. Habt Spaß und genießt das schöne Wetter. Und hello! Und Alaaf auch. Juhu.